Jetzt möchte ich einen Einheimischen ankündigen. Der Hans-Martin Heirling ist ein Unternehmer aus Davos und er baut Skischuhe. Kann man sagen, das passt eigentlich hierher. Aber er hat eben noch andere Sachen im Kopf und im Herzen. Und er erzählt euch jetzt einerseits, was er regional macht, aber er bleibt nicht nur bei der Region. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Hans-Martin. Mit der Technik hier. Vielleicht muss ich da noch leicht eine kleine Unterstützung haben. Hallo? Jetzt ist es gerade besser, ja? Okay. Es freut mich außerordentlich hier zu sein. Wie Alex schon gesagt hat, ich komme aus Davos. Ich bin eigentlich ein Urgestein aus Davos. Meine Familie hat den Background eigentlich ähnlich wie bei Kürnsli. Wir sind eine Pionierfamilie. Meine Familie kam 1883 nach Davos und hat da eine Schuhmacherei eröffnet. Und meine Familie ist eigentlich der Founder of Ski Boots. Also das heißt, mein Urgroßvater... Ja, kannst du mir da auch schon helfen? Mein Urgroßvater hat den allerersten... Skischuh gebaut und das Schöne ist eben an Davos dieser Pioniergeist. Und dieser Pioniergeist, denke ich, ist extrem wichtig für unsere heutige Zeit, wieder etwas zu bewegen. Weil wir sehen, dass sehr große Veränderungen anstehen und ich denke, es ist wichtig, deswegen bin ich auch hier in Arbeitskleidung, dass man die Ärmel zurückkrempelt und etwas macht und nicht einfach nur spricht, sondern dass man wirklich selber anfasst mit Leuten zusammen, mit all diesen wunderbaren Pionieren der neuen Zeit, wo hier sitzen, ist es großartig, solche neuen Aufgaben anzugehen. Was ich euch heute erzählen möchte, sind drei Projekte. Das eine ganz kurz, ich möchte mich da kurz halten, wir haben den allerersten Skischuh gebaut, wo in dem Sinn das Material wieder, sagen wir so 70% wiederverwendet werden kann. Also das heißt, aus diesem Skischuh hier ist das der erste Prototyp, wo dieser Skischuh wieder entstanden ist. Mit dem gleichen Material. Das ist Cradle to Cradle. Und wichtig ist, dass wir nicht von Recycling sprechen, sondern von der Wirtschaft der Ressourcen. Das zweite ist, dass wir uns entkoppeln, dass wir wieder regionale Projekte anfangen, dass wir wieder anfangen, im Kleinen die Wertschöpfung aufzubauen, dass wir dezentrale Strukturen wieder bauen, dass wir wegkommen von dieser Globalisierung. Weil wir haben die Möglichkeit, wir können im Kleinen können wir sehr viel verändern. Und ich denke, das ist das, was uns eine Triebfeder ist, dass wir den Mut haben, mit dem Pioniergeist wieder solche Sachen anzugehen. Dann haben wir ein nationales Projekt von Next Generations. Da haben wir verschiedene Firmen zusammengebracht auf nationaler Ebene. Und das dritte ist das internationale, das ist VBT, Value Behavior Transformation. Ich werde so ein bisschen switchen zwischen Deutsch und Englisch. Ganz zuerst möchte ich euch einen Film zeigen von Severin Suzuki. Das ist ein Film, den muss man gesehen haben, damit man versteht, wo wir heute stehen. Don't fail.
sonst hat es auch Untertitel. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. I am afraid to go out in the sun now because of the holes in our ozone. I am afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. I used to go fishing in Vancouver, my home, with my dad, until just a few years ago, we found the fish full of cancers. And now we hear of animals and plants going extinct, every day vanishing forever. In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests, full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children to see. Did you have to worry of these things when you were my age? All this is happening before our eyes, and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. I'm only a child, and I don't have all the solutions. But I want you to realize, neither do you. You don't know how to fix the holes in our ozone layer. You don't know how to bring the salmon back up a dead stream. You don't know how to bring back an animal now extinct. And you can't bring back the forest that once grew where there is now a desert. If you don't know how to fix it, please stop breaking it. Here, you may be delegates of your government, business people, organizers, reporters, or politicians, but really, your mothers and fathers, sisters and brothers, aunts and uncles, and all of you are someone's child. I'm only a child, yet I know we are all part of a family, 5 billion strong, in fact, 30 million species strong. And borders and governments will never change that. I'm only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal. In my anger, I am not blind, and in my fear, I am not afraid of telling the world how I feel. In my country, we make so much waste. We buy and throw away, and yet northern countries will not share with the needy. Even when we have more than enough, we are afraid to share. We are afraid to let go of some of our wealth. In Canada, we live the privileged life with plenty of food, water, and shelter. We have watches, bicycles, computers, and television sets. The list could go on for 2 days. 2 days ago, here in Brazil, we were shocked when we spent time with some children living on the streets. This is what one child told us. I wish I was rich. And if I were, I would give all the street children food, clothes, medicines, shelter, and love and affection. If a child on the streets who has nothing is willing to share, why are we who have everything still so greedy? I can't stop thinking that these are children my own age, that it makes a tremendous difference where you are born. That I could be one of those children living in the favelas of Rio. I could be a child starving in Somalia, or a victim of war in the Middle East, or a beggar in India. I am only a child, yet I know if all the money spent on war was spent on finding environmental answers, ending poverty, and finding treaties, what a wonderful place this earth would be. At school, even in kindergarten, you teach us how to behave in the world. You teach us to not to fight with others, to work things out, to respect others, to clean up our mess, not to hurt other creatures, to share, not be greedy.
then why do you go out and do the things you tell us not to do? Do not forget why you are attending these conferences, who you're doing this for. We are your own children. You are deciding what kind of world we are growing up in. Parents should be able to comfort their children by saying, everything's going to be all right. It's not the end of the world. And we're doing the best we can. But I don't think you can say that to us anymore. Are we even on your list of priorities? My dad always says, you are what you do, not what you say. Well, what you do makes me cry at night. You grown-ups say you love us, but I challenge you, please, make your actions reflect your words. Thank you. Ist das nicht unglaublich, wenn man sich vorstellt, das war vor 30 Jahren, ein Mädchen mit 12 Jahren, wo diese Message an die UNO weitergebracht hat. Ja, wo stehen wir heute? Immer noch im gleichen Systemfeld. Wahlen und Abstimmungen verhindern bis heute inhaltlich, zeitlich den Durchbruch aller Initiativen weltweit. Wir sind im Begriff, Sterbebegleiter zu sein von einer alten Welt, wo langsam sich verabschiedet. Wir müssen rasch zu Geburtshelfern einer neuen Welt werden. Und deswegen seid ihr alle hier, deswegen seid ihr aufgefordert, da mitzumachen. Wir werden jetzt in eine schwierige Zeit reinkommen. Das hat 1999 hat im Prinzip diese negative Spirale immer stärker zugenommen. Ich habe das Glück gehabt, an der ersten spirituellen Universität in Indien studieren zu dürfen, wo Spiritualität und Quantenphysik zusammenkommen. Und es ist auch ein Seeker hier, wo ich zusammen in Indien war, um dieses ganze Learning haben zu dürfen. Und ja, diese Gewaltmenschen. Wir kommen wirklich jetzt in die Phase, wo wir keine Zeit mehr haben. Jetzt müssen wir reagieren. Es ist fertig mit den schönen Worten. Fertig, jetzt müssen wir wirklich Action auf uns nehmen und sagen, Ärmel zurückkrempeln und zusammen etwas Neues beginnen. Wir werden in eine Zeit kommen, wo wir ab 2024, ich sage immer, es gibt eine Zeit jetzt vor dem Sturm, es gibt die Zeit im Sturm und es gibt die Zeit nach dem Sturm. Und nach dem Sturm müssen wir schauen, dass wir wirklich diese wunderbaren Leute, die hier alle sind und überall auf dem Planeten verteilt, dass wir die wiederfinden und das Rollout machen können von diesen ganzen tollen Initiativen. Die Herausforderung der Zukunft ist sicher der Klimawandel, Wasserverknappung, kürzere Winter, Bodenverknappung, industrielle Auswirkungen im Generellen. Wissenswelt von heute ist eigentlich 80% negativ beeinflusst, also das heißt Aktion Negativität und nur 20% sind im Prinzip noch offen in Sachen Positivität. Das müssen wir drehen, das müssen wir sagen, okay, wir legen den Schalter um und gehen von dieser negativen Spirale in die positive. Wir brauchen aber auch die Connection zum kosmischen Internet. Das ist das, was fehlt. Wir haben heute nur den physischen Körper, wir haben den psychologischen Körper, aber was fehlt, ist das Subtle Body, also diese Connection zum kosmischen Internet. Was wir brauchen, ist das richtige Passwort und die richtige SIM-Karte. Und dann sind wir online, ja, mit den Worten von heute. Wie schön, dass wir das erleben dürfen und jetzt leben. Fangen wir zusammen an der Architektur dieser neuen Zeit zu arbeiten. Im Kleinen wie im Großen. Und deswegen habe ich jetzt ein neues Konzept angefangen, das heißt Sana Jardin 2020 hat das angefangen während der Pandemie. Habe ich zwei alte Gewächshäuser gefunden hier in der Region und wir haben es fertiggebracht. Innerhalb von 2 Jahren konnten wir die Infrastruktur wieder so reaktivieren, dass wir jetzt in der Lage sind, 30 Mitglieder zu haben. Wir haben 20 Gemüsesorten angebaut. Das, was ihr da vorne seht, kommt. Heute Morgen habe ich das gepflückt aus dem Samen. Jardin.
deswegen bin ich in Arbeitskleidung. Ich scheue mich nicht davor. Wir konnten über 3,5 Tonnen Gemüse schon produzieren, wieder lokal produziert. Wir sehen, dass dieser Pilot funktioniert. Wir sehen, dass der Small Community-Gedanke gewinnt an Bedeutung. Die Leute wollen wieder im Kleinen was zusammen machen. Wir haben die neueste Technologie, wo wir eingebaut haben, wo wir im Prinzip dezentral und auch dark uns bewegen können. Dann haben wir das nationale Projekt, das ist Next Generation, nach dem Motto einfach zusammen machen, nicht schnurren, sondern zusammen machen, auf Schweizerdeutsch. Ne? Das haben wir 2017 gestartet mit 11 Firmen. Unterdessen haben wir vom Storyboard her haben wir jenste Symposien organisiert. Das seht ihr hier auf dem Flyer, da ist eine Einladung drauf für diejenigen, die wollen. Am 8. September treffen wir uns in Nidau. Und das sind alles Pioniere einer neuen Zeit. Unterdessen haben wir ein Netzwerk von über 120 Firmen, wo mit uns zusammenarbeiten, wo R&D, Research and Development Departments öffnen und keine Scheu zeigen, ihre Geheimnisse zu zeigen, sondern dass alle, die im Netzwerk miteinander verbunden sind, einander helfen. Think out of the box. Dann haben wir, unser Hauptthema ist, in biologischen Kreisläufen an Verbrauchsgütern Strukturen zu schaffen, wie auch in technischen Kreisläufen Gebrauchsgüter. Was wir wollen, ist von der linearen Ökonomie wegkommen. Das Recycling, das ist die mittlere Stufe, aber in der Circle Economy, das heißt in die Kreislaufwirtschaft. Das, was ich da ganz kurz gezeigt habe mit diesem Schuh. Wir haben einen wunderbaren Mentor mit uns, das Professor Dr. Walter Stahel, der hat 1976 dieses Buch geschrieben, The Circle Economy, 1976, da haben alle ausgelacht. Der Slogan kommt von ihm und das finde ich wunderbar. Produkte von heute sind die Ressourcen von morgen zu Preisen von gestern. Ja? Wir sind höchstens Verwalter und nicht Eigentümer von unserem Planeten. Nochmal Next Generation, einfach zusammen machen. Denn wir haben eine Vision von der Big Picture, das ist VBT, Value Behavior Transformation. Wir haben verschiedene Initiativen gestartet. Es sind unheimliche viele Sachen zusammengekommen, aber man muss es irgendwie zu Boden bringen. Weil das Schwierige ist immer, man kann viel darüber reden, aber das nachher zu strukturieren, das ist das Schwierigste. Und das ist, aus dem Sauna Giardini ist es entstanden, dass man ein Netzwerk gebaut hat, rund ums WEF, also um das Winter-WEF, mit Leuten, Akteuren, wo jetzt nicht direkt mit dem WEF zu tun gehabt haben, aber wo wir uns zusammengefunden haben. Und VBT ist die Global Association for Value Behavior Transformation. Und da seht ihr, das sind so die Schlagwörter: Verantwortung statt Rücksichtslosigkeit, Gesundheit statt Krankheit, Nahrungssicherheit statt Hunger und Durst, Verhältnismäßigkeit statt Unvermeid. Und das könnt ihr alles nachher dann im Prinzip schauen, wenn ihr euch mal einloggt in die Homepage von VBT. Ihr könnt alle im Prinzip mitbauen an diesem neuen Global Council. Und das ist diese Firma, wo das initiiert, mit uns zusammen, ist eine der ganz großen Beratungsfirmen, wo Riesenkonzerne umgebaut hat und die kommen jetzt auf diese Stufe. Und das finde ich großartig. Und diese Strukturen zu bringen, ich denke, das ist so enorm wichtig, weil sonst kann man sich zusammenfinden, aber ohne Struktur funktioniert es trotzdem nicht. Bring all together, all around the world. Und das soll im Prinzip ein Anhaltspunkt sein, um diesen Plan mal zu sehen, was wir da genau machen. Ihr seht hier einen ganz kleinen Ausschnitt, das ist jetzt so ein bisschen die ganze Skizze von dem Plan. Und wenn ihr mehr wissen wollt, bitte geht hinein, schaut euch das an und ihr könnt alle im Prinzip ein Teil dieses neuen Global Council werden. Alle, die tolle Ideen haben, bringt es rein, macht mit. Keine Angst haben, es brauchen keine großen Politiker sein oder Wirtschaftskapitäne. Nein,
Jeder trägt das Licht in sich. Jeder leuchtet in sich. Man muss nur lernen, das Leintuch über der Lampe wegzunehmen, damit man wieder leuchtet. Wir sind alle ein Funken Gottes, wo wir miteinander verbunden sind. Alle drei Projekte findet ihr auf dem Flyer, wo auf dem Stuhl war. Infos vor Ort darf ich den Christoph und den Roland von VBT, wenn ihr irgendwelche Informationen wollt über dieses Projekt, bitte nützt die Chance und kommt ins Gespräch mit uns. Vielen herzlichen Dank. Was denkst du, was Erfolg ist? Fragte der Junge. Zu lieben, sagte der Maulwurf.